Ahoi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Ghost Exile. Pater Petra und Pater Petrus sind wieder am Start, um böse Geister und Dämonen auszutreiben. Pater Petra, mit wem redet ihr? Mit den Zwischendimensionen und ihrem Gezücht. Das würde ich unterlassen. Aber ich befinde mich gerade schon in der Aufwärmphase. Gleich rubbel ich mich noch mit Salz ein, trinke ein Stück Weihwasser und dann kriege ich Halluzination. Dann geht's los. Okay. Dann geht der Party-Express direkt in den Sündenpool. So Sodom und Gomorra. Da sitzt ein kleiner Geisterwichter, der Elf, in dem Stuhl. Da war er ganz kurz. Eigentlich wird es auch Zeit, die Deko hier langsam einzupacken, oder? Ich meine, Weihnachten ist vorbei. Ja, das ist ein schwieriges Thema unter Exorzisten. Exorzisten stehen extrem auf Weihnachten. Echt? Ja, total. Das Wieso? Ist halt, ja, weil das halt deren Fest ist, ne? Ja, aber warum? Naja, wegen Religion. Ach so, wegen Religion. Ja, ja. Okay. Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir lassen dir das durchgehen. Pater Petrus, du glänzt nicht gerade mit Fachwissen, aber ich glaube, in dem Wochenendseminar über religiöse Feiertage hast du wieder mal geschlafen, weil du den Tag vorher bestimmt wieder zu viel am Messewein genippt hast. Das ist eine Unterstellung. So, wir gehen einmal kurz in den Shop und gucken, ob wir unsere Ausrüstung ein bisschen aufstocken können. So, wir haben relativ wenig. Vorher gucken wir einmal ganz kurz in die Ausrüstung. So, ein EMP haben wir zum Beispiel. Aber was so fehlt, ist auf jeden Fall... Ach nee, rot ist es genau, wenn ich es nicht habe. Es ist aber hier schon einmal ausgerüstet. Die Scheinwerfer haben wir bisher noch nicht geschafft aufzustellen, oder? Ich habe erstmal einen gekauft und mitgenommen. Ich sehe schon, also bis auf ein Uhren, was auch immer ein Uhren. Was ist ein Uhren? Bis auf ein Uhren haben wir alles. Der gute Uhren. Wer kennt ihn nicht? Der Uhren. Den hätten wir alle gern. Der Uhren. It is used to replenish the sanity of the area. Put it on the ground and set it on fire. Ach, zum Räuchern. Within a few seconds, the players nearby will replenish their sanity by several percent. It's also used in the ritual of honoring the good part of the ghost souls. Erforderliches Level 2, ich habe 0. Wir kaufen's. Oh yeah. Wir haben so Uhren. Die gute Uhren. Ich fühle mich gleich besser. Ja, ansonsten, wenn wir ansonsten alles haben, Lasergitternetz, kann man auf jeden Fall nochmal benutzen. Scheinwerfer finde ich schon ein bisschen geil. 110 Tacos. Start ist auf jeden Fall nochmal Stativ und Videokamera. Und da schwindet das Geld. Tja. Wir wollten mehr Sanity-Pillen mitnehmen. Oh Gott, ich habe auch schon 2 gekauft. Kann ich auch wieder verkaufen? Hallo, Herr Dealer, nehmen Sie Ihre Sprühfarbe wieder zurück? Herr Exorzier, Gear, Dealer. Moment, okay. Ob es da noch eine Marktlücke gibt? Mein ganzes Geld ist weg. Das sagen die Leute dann auch, wenn sie Sachen kaufen. Willst du einen Shop aufmachen? Ja. Exorziergegenstände und Geisterjagd. Why not? So, Geräuschsensor, Kerze,
Sprühfarbe brauchen wir nicht mehr. Seal Eraser. Seal Eraser ist aber dann einmal drin, wenn ich es richtig sehe. Ich habe einen dabei, meine ich. Genau, Bewegungsinfrarotsensor, da können wir nochmal einen mehr mitnehmen, das schadet nicht. Salz geht immer. Ich liebe Salz. Warum auch immer. Ich mag das. Hast du einen Leckstein dabei? Ja, genau, wir können mal so einen Leckstein für den Geist an die Wand tackern. Fotoapparat auch zwei, ist auch gut. Stativ haben wir zwei dabei. Wir nehmen den Urn mit. Und wo ist denn das? Der Fotoapparat? Okay, ich glaube, es sollte soweit passen. Okay. Okay, Pater Petrus, du weißt, wie das Spiel läuft. Folge deinem inneren Priesterbauchgefühl und gib mir einen Stopp. Stopp. Müsste dann das hier sein, weil es hier an der Grenze war. Okay, wir haben das House on Hodge Road. Sieht gruselig aus. Gib mir nur mal... Oh, wobei, das ist auch geil. Aber das wäre dann nicht ganz fair. Wollen wir es trotzdem nehmen? Ich weiß nicht. Pater Petrus, was sagt dir dein Bauchgefühl? Sollen wir ins Museum gehen? Oder sollen wir zum House on Hodge Road? Es kommt doch an, was für ein Museum. Ein Museum für Okkultes? Hier steht einfach nur Museum und es ist ein Bild. Und, mehr weiß ich nicht. Es ist nur am Rand von der Danger Zone. Ob es das allerdings gefährlicher macht, weiß ich nicht. Auf, die Leute brauchen uns. Das heißt? Museum. Okay, auf ins Museum. Fortgeschritten. Nächstes Mal gibt's dann Irre. In der nächsten Runde. Okay, so. Ja, wir sind fertig. Okay. Achso. Ich will jedes Mal oben das Kästchen klicken. Happy Hunting. Oh, jedes Mal. Oh Mann, ich bin mal gespannt, was es diesmal gibt. Also bisher waren die Geister ja auch noch, ich glaube, wir hatten noch relativ Glück. Aber ich finde es auch schon relativ gruselig. Also so, was die Geister bisher gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, da ist noch deutlich Luft nach oben. Und ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Jetzt wäre die Frage, ob die Geister verschiedene Fertigkeiten halt haben, ne? Wie meinst du das mit verschiedenen Fertigkeiten? Naja, wir hatten ja jetzt zweimal Poltergeist zum Beispiel. Mhm. Ist ja die Frage, ob der Poltergeist generell solche Sachen eher macht, na? Wie er jetzt gemacht hat. Also meinst du jetzt so Sachen durch die Gegend schmeißen und so? Genau, Erscheinungen und so weiter. Also ich glaube schon, dass die sich unterscheiden. Dass ein anderer, was weiß ich, ein Oni oder was es hier noch gibt, dann, naja, anderen krassen Shit macht. Denke ich schon. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich auch so in den gruseligen Sachen so ein bisschen unterscheiden. Okay. Nimmst du den EMP mit? Ja. Okay, dann nehme ich nochmal das hier mit. Das ist ja okay. Eher so, Moment, ich muss einmal ganz kurz in die Ausrüstung gucken. EMP, genau. Das ist nämlich der Zonala EMP. Bestimmung der Richtung, in der sich die Quelle elektromagnetischer Felder befindet. Es zeigt nicht die Signalstärke, sondern nur die Richtung relativ zum Gerät an. Auf einer großen Fläche ist es wegen der Reichweite sehr nützlich. Es ist auf 100 Meter wirksam. Das nehmen wir doch mal mit. Okay. Pater Petrus, bist du noch da? Ja, ich schaue mir hier an, womit wir es zu tun haben. Vermutlich ist es ein Unterwassermuseum. Ein Unterwassermuseum? Wie kommst du darauf? Da sind Muscheln. Oder beziehungsweise, wie heißen die? Anno... Ein Ammonit? Ja. 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 Dann mal auf ins Museum. Pater Petrus, habe ich dir schon erzählt, dass ich eigentlich ein... Oh...
Oh, es sieht jetzt schon gruselig aus. Dass ich eigentlich gerne Meeresbiologin geworden wäre. Und was hat dich da von abgehalten? Die Stimme Gottes? Was war das? Ich weiß nicht. Das war, glaube ich, mein Thermometer. Achso. Ich hatte geguckt, ob man das hier irgendwie anmachen kann. Aber es geht anscheinend nicht. Licht ist natürlich aus. Ah, hier ist der elektrische Stuhl. Oh Gott. Ich erschrecke mich jetzt schon. Wäre ich doch Meeresbiologin geworden. Warum hat meine Mutter mich auf die Priesterschule geschickt? Ich glaube, es ist der Geist, der hier in diesem elektrischen Stuhl gestorben ist. Hier sind Fußabdrücke. Oh, nett. Da, ein Fisch. Ich hatte recht. Vielleicht wurde nach dem sagenumwobenen Atlantis gesucht. Und dafür braucht man... Das sieht cool aus. Das sieht cool aus, da. Da, ich hab ne Tür gehört. Also die Temperatur ist im Plusbereich hier drin. Ich werde mal das Gerät hier nehmen. Pater Petrus, du weißt, wie es läuft. Wir dürfen uns nicht trennen. Ach so, ja, da wäre was. Ach cool, das Museum ist voll schick. Ich hoffe, diese Harpunen werden da an der Wand bleiben. Ich glaube, der Geist von Moby Dick ist hier. Der Geist von Moby Dick oder der Geist von Captain Ahab? Vielleicht ist es ein dasselbe. Gehen wir hier lang. Das kann nicht sein. Captain Ahab war ein von Rache verzerrter, garstiger alter Mann. Bei dir? Bei dir? Huch! Was ist das? Was ist das? Das ist mein Sonala EMP. Der schlägt aus. Ich folge dir. Jetzt ist es weg. Ich habe den Geist gesehen. Irgendwie... Ich glaube, er ist im Schrank. Bei mir schickt er EMP nicht aus. Vielleicht in einem Raum. Versuch mal, folg mal dem EMP auf einer anderen Weise, also auf einem anderen Weg. Ich hatte auf jeden Fall eine Geistererscheinung. Hast du ihn auch gesehen? Nee. Ich habe ihn gesehen. Er ist quasi genau zu dir gerannt. Und dann hat halt auch der EMP ausgeschlagen. Schlägt er hier irgendwo aus? In der Richtung? Ist die Tür abgeschlossen? Sie geht auf jeden Fall nicht auf. Okay. Ja. Was ist hier? Hier kann man durch. Weißt du noch, wo du bist? Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo du bist, aber ich weiß nicht, wo wir sind. Hier ist das Buch ohne Schrift. Okkultism. Das Necronomicon kann nicht weit sein. Oh oh. Mal ein Beweisfoto. Was haben wir hier? Das ist ein Schutzbuch. Das ist okay. Aber was hat ein Museum mit Meeresbiologie oder über Atlantis mit Okkultismus zu tun? Tja, das Okkultismusbuch ist direkt neben dem Wörterbuch. Daneben ist Mathematik. Oh, ich habe das Gefühl irgendwie, als würden wir hier drin nie die Sicherung finden. Ich möchte aber die Sicherung finden, um hier ein bisschen Licht zu machen. Ich bin nach oben gegangen, Pater Petrus, nur damit du weißt, wo ich bin. Ich folge. Hier ist ein Bild runtergefallen. Tr-
treibt der Geist auch hier oben sein Unwesen? Das ist nur so eine kleine Amphore, also so ein... Hier ist ja runtergefallen. Ist jemand gerade eben? Nein. Oh. Ja, er ist runtergefallen. Oder das Ding ist runtergefallen. Oder er wurde durchgeschubst. Die Geige des Teufels. Es ist so dunkel. Hast du die Tür zugemacht? Nein. Seltsam. Vielleicht war sie die ganze Zeit schon zu? Wie ist sie da reingekommen? Oh Gott, ich habe mich schon vor dir erschrocken. Wie sind wir reingekommen? Wo? Nee, wie wir reingekommen sind, wenn die Tür die ganze Zeit zu war. Weiß ich nicht. Ah, hier ist ein Board. Oh nein. Okkultes. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Und hier ist ein... Pater Peter, wie könnt ihr nur das Board nehmen? Ihr wisst doch, was dann passiert. Ihr habt gar nicht eure Priesterhandschuhe an. Moment. Es klebt an mir. Wie werde ich es wieder los? Mit Weihwasser und Salz. Wo bist du? Oh, oh. Ich habe... Alles gut? Nee, ich habe meine Taschenlampe ausgemacht. Ich frage mich, wo die Schubladen sind. Und ich frage mich, warum es zu so einem... astralen Beben kam, als ich gefragt habe, wo bist du? Dämonischer Geist, wo bist du? Er ist da. Ja, ich weiß es ganz genau. Komm her. Hier lang? Jetzt ist es weg. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Also, darf ich dir das mal geben, Pater Petrus? Möchtest du das mal ausprobieren? Es scheint nicht so mein Gerät zu sein. Oder ich habe es noch nicht... Oh, die Herrentoilette. Okay, ich biege links ab. Rechts ab. Die Toiletten sind nicht sauber. Das ist kein gutes Zeichen. Ich dachte, das ist ja Normalität in öffentlichen Gebäuden. Okay, gehen wir weiter. Es muss woanders sein. Würdest du noch den Ausgang finden? Natürlich. Gut. Ich nicht. Da ist ein Symbol unseres Vaters, unseres Herrn. Ja. Wir müssen nur zur Not in diesen Raum zurückfinden, wenn wir es brauchen. Kommen wir hier auch? Nein, das geht nicht. Okay. Wir sind aber sehr wenige Schubladen. Ja. Aber Pater Petrus, warum schaust du in die Schubladen, die vorhanden sind, nicht rein? Weil sie verschlossen sind. Aber hier war eine auf. Hm, stimmt, die restlichen sind verschlossen. Hier ist aber eine Sicherung. Wir können Licht machen und hier ist der Perso. Ah, perfekt. Wir haben... Sehr gut, Pater Petra. Wir haben... Der Name und Vorname sind deutlich geschrieben. So, sieht so aus, als war sein Name William Johnson. Er ist gerade 14 Jahre alt. 14? William Johnson. Spukt aber wie ein ganz großer. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen den Ausgang zu finden, um
die Sicherung reinzumachen. Hier ist ein Schild. Riding, Ridley, Stories Hall. Die Richtung dann? Hier ist doch schon, hier geht's doch nach draußen. Hier ist doch schon draußen. Moment. Hier ist der Sicherungskasten läuft gewesen. Okay. Du empfingst auch Geisteraktivität, oder? Ja. Wo ist der? Moment. Irgendwo, wo hatte ich den denn gesehen? Hier ist er in diesem Raum. Ah ja, endlich können wir Licht machen, eine Erleichterung. Hm? Hm? Ach so. Okay. Pater Petrus, Licht ist an. Sehr gut. Was sagt denn das Thermometer? Immer noch Plus-Temperatur? So, erstmal machen wir hier Licht. So. Oh, wie schön. Wie schön. Jetzt können wir auch erstmal gucken, wie dieses Gebäude überhaupt aufgebaut ist. Ich habe mich hier noch gar nicht zurechtgefunden. Okay, wir haben hier eine Viererkreuzung. Dann geht's gerade runter zu den Klos, zu den Toiletten. Ich habe eine Tür gehört. Ja, aber du weißt doch auch, Pater Petrus, Holzhäuser arbeiten. Aber nicht nach so vielen Jahren. Was ist das? Hier liegt eine Schublade auf dem Boden. Ich würde sagen, wir gehen also erstmal zurück. Wir müssen auf unsere Sanity gucken. Wir gucken erstmal und dann werden wir erstmal das vermieden mit Kameras. Oh, wir haben eine kontinuierlich steigende Geisteraktivität. Er geistert sich warm. Ja, unsere Sanity ist. Oh, unter 40, unter 50 schon. Wo sind die Pillen? Okay. So. Ich würde mal total gerne ausprobieren, wie so ein Scheinwerfer hier funktioniert. Also nur mal so. Die bleiben wahrscheinlich an, auch wenn das Licht aus ist. Wir könnten hier mal einen hinstellen. Ah ja. Sehr nett. Das ist auf jeden Fall ganz schön, damit man nicht komplett die Orientierung verliert. Nehmen wir davon noch einen, dann stelle ich den doch auch noch auf. Vor allen Dingen auch am Anfang, ne? Nee, wir haben keinen mehr. Vor allen Dingen auch am Anfang, wenn man halt eben noch kein Licht hat. Okay. Aber die Frage ist nach wie vor, wo ist sein Raum? Und das Museum ist riesig. Ich denke, auf der rechten Seite sagt man Priestergefühl. Ich komme nochmal zu dir, Pater Petrus. Geistergeräusch. Geistergeräusch. Wenn man reinkommt, wenn man reinkommt, rechte Seite. Tut sich hier was? EMP? Ich sehe nichts. Ich bin ganz mutig im Sicherungsraum. EMP-technisch tut sich hier nichts. Ich hätte gesagt, es ist oben rechts gewesen. Okay, ich komme zu dir. Dann, ach, hier kann man nicht durch, ne? Nee. Kann man hier noch Licht anmachen? Ah, ist schon cool.
William. Gib uns ein Zeichen. Achso, das warst du. Ja. Pater Petrus. Contenance. Wenn du hier bist, gib uns ein Zeichen. Wenn ich ein Geist wäre, wäre ich, glaube ich, hier. Schließe die Tür. Wie war sein Name? William Turner? William. Hat zwar auch mit mehr zu tun, entfernt. Geistern. Und Geistern. Und Flüchen. Und Gold. Er war hinter dir, er frisst dich. Ah! Entschuldigung. Nein, er wollte dich nicht. Ich glaube, er hat dich auf dem Kieker. Diesmal. Er ist straight zu dir gegangen. Pater Petra, habt ihr wieder den Weihrauch geraucht? Das hat mir mein Arzt so empfohlen. Aber er war wirklich hier. Und er ist direkt zu dir gegangen. Pater Petrus, du weißt, unser Gelübde verbietet es zu lügen. Aber ich empfange nichts auf dem EMP. William, wo bist du? Wenn ich jetzt nochmal frage, wo er ist, dann wird wahrscheinlich unsere Sanity wieder rasant droppen, ne? Und er hat nichts geschrieben. Ist das Board... Ich weiß nicht, was das heißt, wenn dieses Board so abgeht, ohne etwas Konkretes zu sagen. Ich denke, er will da nicht mit uns reden. Wahrscheinlich nicht, ne? Diese dämonische Missgestalt. Vielleicht müssen wir mal im Buch gucken, ob irgendwie irgendein Geist so auf das Board reagiert. Du meintest da rechts, okay. Dann stellen wir da einfach mal eine Kamera auf. Also ich hätte gedacht, er ist irgendwo hier in diesem Bereich, entweder hier unten. Ja. Oder halt oben. Bist du hier? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen für deine Anwesenheit. Wo bist du gestorben? Er ist schwer in der Kommunikation, Pater Petrus. Ausgesprochen schwer. Er ist in einem schwierigen Alter. 14 die Geister, Geisterjahre. Die Geisterrebellenphase, aber die Aktivität steigt weiterhin. Wir müssen mit härteren Geschützen arbeiten. EMP. Schnell, wir müssen uns beeilen. Oben. Wo bist du? Ich hatte auch hier einen kurzen Map, einen Fünfer-Map. Hier, Fünfer, okay. William, rede mit uns. Er hat geredet. Ja. Ich habe. Hast du verstanden, was er gesagt hat? Nein. Ich habe verstanden, halt's Maul. William, ehrlich? Halt's Maul selber. Ich hab das nicht verstanden. Okay, Moment. Pater Petrus, lass uns kurz ins Buch gucken. Okay. Und unsere Informationen zusammentragen. Wir haben... Geisterbox. Geisterbox, eine Antwort. Schließt schon mal viele aus. Und wir haben EMP Level 5. Es kann nur ein Mononoke sein oder ein Shiryu. Ich finde, Shiryu hört sich fast an wie so ein englisches Prost. Cheerio. Oder die sagen nochmal Cheerio oder beim Gehen, ne? Ja. Als Abschied oder so. Ja. Cheerio. Okay, was macht denn ein Cheerio? Der Cheerio wird sein Bestes geben, um dir zu zeigen, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Sie sind dafür bekannt, extrem aggressiv zu sein. Dann würden wir noch Spuren von Ektoplasma finden. Und der Mononoke, ich kenne nur Prinzessin Mononoke. Ein Mononoke ist von Zorn getrieben. Jede seiner Handlungen ist geprägt von ausgesprochenem Hass. Super, also wir haben die Wahl zwischen Regen oder Traufe. Reaktion Diktiergerät. Was ist denn,
wie ist denn der Unterschied zwischen Diktiergerät und Antwort Geisterbox? Also Geisterbox ist normal das Sprachrohr. Und was ist das Weiß nicht. Diktiergerät? Das Diktiergerät liegt hier, du kannst es ja mal mitnehmen. Der andere braucht Wie funktioniert das? Ektoplasma, ne? Diktier. Ich muss mir das mal ganz kurz durchlesen, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ein Diktiergerät ist ein Kommunikationsgerät für den Geist. Beginne die Aufnahme und sprich mit der Entität. Nur eine Wiedergabe der Aufnahme wird entscheiden, ob sie im Gegenzug kommuniziert. Okay, also das heißt, man kriegt wahrscheinlich nicht direkt ne, eine Antwort, nicht so wie bei dem Sprachpöppel, Pater sondern, Petra, ja. ihr braucht Pillen. Bin ich schon wieder so dem Wahnsinn nah? Oh. Das merke ich mir sofort. Oh, warum? Warum? Woran Weil liegt das? Eure Augenlider dann immer wild zucken. Das ist so flattern. Wo man das Weiße sieht. Hier ist ja wieder Aktivität. Diese Richtung. William Johnson, wenn du hier bist, sprich mit mir. Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Oh, wir haben Ektoplasma. Okay. Dann brauche ich das hier nicht länger benutzen. Dann haben wir ihn. Wir haben ihn. Yes! Ektoplasma. Es ist ein Cheerio. Wir haben den Geist. Wir haben den Geist. Das Ritual von Anak. Anak, okay. Pater Peter bereitet das Ritual vor. Okay. So, das heißt, hier gucken wir mal rein. Wir haben das Ritual von Anak. Wir brauchen 4 Kerzen und einen Schädel. Zum Glück haben wir das dabei. Okay. Ich nehme den Kopf. Ich nehme den ollen Kopf. Und, genau. Also, er hieß nochmal William Johnson. William Johnson. Dann brauchen wir die Sprühfarbe. Genau, wir müssen ja als erstes das Symbol des Schutzes zeichnen, aber wir wissen ja noch nicht, welches sein Raum ist. Oder wir können das Schutzsymbol nicht zeichnen, wenn wir seinen Raum nicht haben. Tja, dann gibt es diesmal kein Schutzsymbol. Wir nehmen unser Kruzifix mit. Naja, ich sag mal so, in der anderen Stadt Phasmophobia haben wir es auch ohne Schutzsymbol geschafft. Meistens zumindest. Wir nehmen Uhren mit. Aber wie könnten wir denn jetzt noch rauskriegen, wo sein Raum wäre? Eigentlich nur mit dem größeren EMP, ne? Er hat, guck mal, wie konstant aktiv er ist. Krass. Wir können auch noch mehr Geld verdienen. Wir brauchen ja noch Moneten für unseren Bunker. Wir können ihn noch durch Salz laufen lassen. Zeichne ein Siegel der Aktivität in dem Lieblingsraum. Ein Siegel der Aktivität? Ist das ein Schutzsiegel oder ist das so ein Frissi-Instant-Siegel? Das Siegel der Aktivität, das muss auch in deinem Buch stehen. So, indem du das Siegel des Baphomets zeichnest. Hoi. Also es ist ganz schön... Das Siegel von Baphomet? Dann damit kann man halt die Geisteraktivität steigern, um Beweise zu sammeln. Aber das brauchen wir nicht, weil wir haben genug Beweise. Ja.
streuen wir ein bisschen Salz und prüfen nochmal, ob wir einen Raum finden. Bisher war er sehr gerne in dem Edward Ridley Story Room. Edward Ridley? Direkt rechts in dem Raum war er bisher immer sehr aktiv. Meinst du die Hall of Memories, oder? Nein, Edward Ridley Stories Ach so. Room. Moment. Ah ja, okay. Ja, wir waren in einer... ich war irgendwie... Ach so, man kann zeitgleich quasi in... Moment, aber hier gerade war doch... Irgendwo hat es doch gerade gepiept, oder? Vielleicht die EMP, das EMP-Gerät drin. Das könnte natürlich auch sein. Ja, dann nehmen wir doch nochmal... Ich nehme noch mal auch nochmal Salz mit. Und... ja, dann gehen wir nochmal rein. Hat er das Licht ausgemacht? Das ist verdächtig. Okay. Ich mache hier auch nochmal was hin. Aber die laufen halt auch echt krass rum, ne? Also, selbst wenn er reinläuft, weiß ich nicht, ob man jetzt sagen könnte, okay, das ist dann sein Lieblingsraum. Weil die ja schon sehr, sehr übergreifend so aktiv sind. Aber wir könnten auch den Bewegungsmelder nochmal von oben holen. Also wir hatten auf jeden Fall hier in dieser Tür Ektoplasma gehabt. Und wenn er da das Licht... Ja, die Tür ist geschlossen. Wo? Diese hier. Echt? Vor mir. Was war das laut? Vielleicht ist das ein Raum. Heiliges Schutzsymbol. Oh, wir leuchten dich aus. Gib uns die Kraft, den Marine Culture Hall. Ich bin bei der Sache, Pater Petrus. Herr, gib uns die Kraft, den Marine Culture Hall zu versiegeln. Auf dass das Böse dort bleibt. Oh ja. Und gewähre uns auch noch Einsicht in den Raum des Geistes, damit wir ein Symbol des Schutzes für uns aufmalen können. Wir holen noch den Bewegungsmelder. Ich würde auch sagen, ich komme mit. Wir haben ja zwei Stück. Wir trennen uns nicht auf. Jeder weiß, was passiert, wenn man sich aufteilt. Wir haben sehr viele, wir haben sehr viele Videoabende zusammen gemacht, Pater Petrus und ich. Um genau zu lernen, wie man es nicht macht. Oh ja, sehr viel Bibel-TV. Okay, hier ist ein guter Platz. Ich finde diese Scheinwerfer super. Ich werde davon sehr viele kaufen. Und dann, wenn irgendwo ein Geisterhaus ja, ist, die werden... Er hat auf jeden Fall ist durchgelaufen. Echt? Ja. Krass. Wir könnten es natürlich einfach... Die Frage ist, was passiert, wenn wir das Siegel des Schutzes nicht in seinen Raum machen? Ist es egal? Also hilft es dann nur nicht? Oder... Ja, er ist schon wieder durchgelaufen. Das ist sein Raum. Was ist das Siegel des Schutzes gegen ihn? Ist das nicht immer das gleiche, das Siegel des Schutzes? Das Astaroth? Ja, Astaroth. Okay. Du wirst ausradiert. Herr, gib uns die Kraft. So, das Siegel des Schutzes ist aktiv. Sehr gut. Okay, dann müssen wir irgendwo anders, wenn es geht, nicht in seinem Raum, jetzt das andere Siegel malen. Ich würde sagen, hier oben ist ein sehr zentraler, ein Kraftort. Ein sehr zentraler, kraftiger, guter Ort. Und wir müssen jetzt das Ritual von Anak durchführen. Und das heißt, dann weiß ich immer nicht, wo es weitergeht. Du musst das andrücken, gedrückt halten. Ach ja, genau, das war das.
Red. Nein. Sorry, Moment, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Im Buch des Exils. Ach, genau, im Buch. Ja, ich verklick mich dann da immer. So, genau hier war das ja dann. Okay. Zeichne ein Siegel in irgendeinem Raum. Das Siegel des Z. Oder Z. Hier ist das Siegel. Okay, dann stellen wir mal. Schädel. Der Kopf. Ja. In die Mitte. Stellt er den dann nicht automatisch hin? Da ist so ein Knochen irgendwie, ne? Seltsam. Aber... Go away, da steht was an der Wand. Wir können nicht gehen, William Johnson. Niemals. Nicht bevor wir dich nicht ausgetrieben haben. Aber was ist mit dem Schädel? Brauchen wir wirklich den Schädel? Irgendwie sieht es aus wie ein Knochen. Wo habe ich denn das gelesen mit dem Schädel? Das Ritual von Anok. Gehen wir erstmal raus. Go away, schreibt er. Das kann er knicken. Wir haben uns jetzt festgesetzt. Okay, bleib in einem Schrank ruhig. Das können wir eigentlich leicht machen. Einfach in einen Schrank stellen und ruhig sein. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Harter Petra. Moment, aber bleib wir müssen. Bei der Sache. Aber wir müssen doch jetzt nochmal schauen wegen dem Schädel. Ich denke, hier Sie steht, wollen einen also beim, hier steht beim Ritual von Anak eigentlich 4 Ritualkerzen, ein Schädel. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler von Pater Augustus. Ah, der Pater Augustus, der hat immer. Klosterfrau Melissengeist getrunken abends. Das kann schon gut sein. Und den guten Franzbranntwein. Damit hat er sich mal seine Waden eingerieben. Bis es ein Jahr lang nach Franzbranntwein gerochen hat. So. Okay. Pater Petra, ihr seid an der Reihe. Das Ritual wird jetzt vollführt. Dann lass uns die Kerzen entzünden. In nomine Patri. In Spiritus, Sanctus und so weiter. William Johnson. Moment, die Kerze. Ja, weiter. Wir beten, damit du uns erhörst. Portal, Portal. Schließe. Allmächtiger Gott. Irgendwas. Lass es von deinem Gesicht sein. Lass es vor deiner Größe sein. Die Macht Satans erzitter. Besiege unsere Feinde. William Johnson. Portal. Oh nein, mein Buch. Schließe. Er ist in der Toilette, er ist in der Toilette. Schließe. Das macht so Spaß. Geh raus, Böses!
haben es geschafft. Ich hol schnell das Megafon-Ding. Schnell, schnell. Wir haben es nicht, warum haben wir es nicht dabei? Wo ist die gute Seele? Kannst du etwas empfangen, Pater Petrus? Nein, nichts Gutes. Aber wir müssen doch die gute Seele noch befreien. Oder wieder verankern. Ach so, ich darf mich eigentlich nicht bewegen, oder? Ich glaube, wir müssten einen... Das ist nur das Level. Ich denke, wir müssten in der Area irgendwas sehen. Sprich, ich gehe jetzt einmal im Schnelldurchlauf hier durch. Und wir müssen einen heiligen Ton hören. Pater Petrus, bist du so außer Atem? Ja. Ich habe dir schon vor 3 Jahren angesagt, du musst mit dem Joggen anfangen. Also das war auch Schnüffeln. Gute Seele? Werden wir je eine gute Seele finden? Vielleicht gibt es ja wieder keine gute Seele. Es sieht schlecht aus. Die Seele war schon verdorben. Ich muss noch mal gerade gucken. Stand. Perform the ritual of honoring the good part of the ghost soul. Honoring the good part. Ach so. Ja, okay, nee, wir müssen Ashokut das Siegel in den Raum malen, wo die gute Seele ist, aber dafür müssen wir sie erst finden. Ja, hier steht, ja, you can find this room using a directional microphone. You will be able to find the point of sound. The sound will... Oder wir müssen halt das wirklich direkt da haben. Vielleicht war das schon wieder zu spät? Naja, ich hatte aber die Geräusche ja gehört. Man hatte dieses Geklimper gehört, ne? Ja. Ich hatte das Ding ja dann auch schon da, also... Ich hätte jetzt gesagt, hätte funktionieren müssen, aber... Okay, also wir haben die Aufgabe ganz gut gemeistert, bis auf die gute Seele. Aber ich fühle mich trotzdem relativ seriös als Geisterjäger. Seriös oder seliös? Ich fühle mich sehr seliös. Beseelt. Selen? Hat das damit was zu tun? Pater Petrus, ich habe das Gefühl, du willst Zeit schinden. Du sollst nicht immer Andenken aus den Häusern mitnehmen, wo wir tätig waren. Aber dieser Speer macht sich sehr gut in meinem Priesterstube. Und die Statue der Amöbel stell auch mal schön zurück. Ritualdolche. Wir können ja das halbe Museum ausräumen. Nee, also ich finde leider nichts. Komisch. Also da werde ich auch nicht so richtig schlau draus. Also entweder ist es wirklich zeitlich begrenzt und man muss sehr schnell sein. Das nächste Mal kaufen wir uns 2 davon und dann teilen wir uns auf und dann versuchen wir wirklich super schnell alles abzugehen.
Ja. Was anderes würde mir nicht einfallen. Also es bleibt spannend, ob wir das nächste Mal auch die gute Seele hier wieder verankern können in dem nächsten Etablissement. Wenn es denn überhaupt eine gibt. Oder die Welt ist inzwischen so verdorben geworden, Pater Petrus, dass es einfach keine guten Seelen mehr gibt. Das kann gut sein, Pater Petra. Schwarze Zeiten für die Menschheit. In diesem Sinne schließen wir die Jagd ab. Jawohl. Wir wissen, wir haben den Geist. Ritual habe ich auch ausgeführt. Ja, du am besten abbrechen. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, ist alles explodiert. Weiß gar nicht, woran das liegt. Ah, wir sind wieder zu Hause. Jetzt geht er wieder schnell sein Geld zählen. So, es war... Ich habe schon wieder gerade gedacht, wir haben 1400 bekommen. Jawohl, es war ein Shirio. Der Geist ist jetzt im Exil. Und wir haben nicht so viele, also momentan schaffen wir es auch noch nicht so viele Quests abzuschließen. Aber die Belohnung nehmen wir gerne. Das Geld nehmen wir gerne. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Shop. Wie heißt das nochmal? Richtmikrofon. Scheinwerfer. Davon kaufe ich auch noch einen. Die sind super. Ein Wandthermometer, das kaufe ich auch. Jetzt gebe ich mein ganzes Geld gleich wieder aus. Oh nein! Moment. So, irgendwie finde ich es gerade nicht. Nochmal, wie heißt das? Richtmikrofon. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir das nächste Mal zwei mit. Das geht nur für die gute Seele oder kann man damit auch irgendwas für die böse Seele anfangen? Ich glaube, man kann generell Geräusche wahrnehmen. Mhm. Ja, das ist natürlich auch gar nicht so schlecht, ne? Okay, so, wenn es euch gefallen hat, dann seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, es ist wieder Zeit für Pater Petrus und Pater Petra auf Geisterjagd zu gehen. Und ich bin mal gespannt. Also bisher haben die Geister, wir hatten noch nicht eine Jagd. Wir wurden doch schon mal... Hatten wir schon mal eine Jagd? Wir wurden doch schon mal gekillt. Ganz am Anfang. Stimmt. Ich habe das schon verdrängt. Ja, das sind die Erinnerungen. Ich muss das immer schnell verdrängen, damit ich immer noch weiter spiele, beziehungsweise damit ich noch weiter Geister jage. Und aber so eine lange Jagd, so mit Verstecken, das hatten wir noch nicht, ne? Ja, nee, das war so relativ kurz. Wir sind da ja so aus dem Raum rausgegangen und waren quasi so instant tot. Eigentlich. Das war eigentlich noch so lustig, weil es bei dir halt genau das gleiche in grün war. Das war echt krass. Wer es sehen will, guckt Folge 1. Guckt Folge 1, unseren Anfang als Geisterjäger. Also jetzt in diesem Anheuerungsbereich. Wir arbeiten natürlich übergreifend. Also man kann uns anheuern als Duo. Wir sind verschiedene Auftraggeber tätig. Für verschiedene Gemeinden. Man trifft uns in Phasmophobia, in Ghost Exile und es werden auch noch weitere Geisterspiele hinzukommen. Unsere Geschichte... Obsidio! In Obsidio waren wir auch schon. Also wir sind schon halb berüchtigt. Und unsere Geschichte wird weitergehen. Bis dahin. Also, wenn ihr Geister seht, bucht uns! Bucht uns! Wir nehmen nur jede Menge Geld! Tschüss! Amen! Tschüss!